Mein Name ist Grit Berger, ich leite die Klinikapotheke der Zentralklinik Bad Berka. Die Ausgangssituation für das jetzt ausgezeichnete Projekt ist die Tatsache, dass wir hier seit über 10 Jahren eine pharmazeutische Arzneimittelanamnese und eine pharmazeutische Betreuung inklusive pharmazeutischem Entlassmanagement haben. Das ist eine Innovation, die Sie in anderen Krankenhäusern Deutschlands in dieser Ausprägung nirgends finden werden. Wenn Sie in unsere Klinik reinkommen, dann sitzen Apotheker schon im Eingangsbereich. Die fragen die Patienten nach ihrer häuslichen Medikation, passen die an die Klinikgegebenheiten, besprechen mit den Ärzten Interaktionen, unerwünschte Arzneimittelwirkungen oder auch Medikamente, die vor diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen abzusetzen sind. Wir nehmen auch den Kontakt zu den niedergelassenen Kollegen auf. Das ist gerade jetzt ganz wichtig im Rahmen von Entlassmanagement, von Schnittstellen, Nahtstellen zum ambulanten Sektor. Wir versuchen, eine vollständige Medikationserhebung zu haben und möglichst zeitnah, damit der Arzt darauf seine Therapie aufbauen kann. Und zur Entlassung geben wir dem Patienten einen Medikationsplan mit. Das ist so eine Checkkartengroße kleine Hülle. Die passt in jedes Portemonnaie, denn wir möchten, dass der Patient das immer bei sich trägt. Da steht alles drauf, was der Patient zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem Krankenhaus einnimmt, mit Name des Präparates, Wirkstoff, Dosierung und auch Hinweisen zur Einnahme. Von Anfang an gehört es bei uns zu dem Projekt, dass wir das, was wir tun, auch hinterfragen und evaluieren. Und zur Evaluation nutzen wir auch wieder eine Datenbank, eine evaluierte Datenbank, die im pharmazeutischen Bereich sehr verbreitet ist. Das ist das sogenannte PDOC-System. In diesem PDOC-System sind Interventionen klassifiziert zum Arzneimittelmanagement. Denn wir haben durch die pharmazeutische Betreuung eine 70-prozentige Reduktion von Medikationsfehlern erzielen können. Im Rahmen dieses Projektes haben wir zusammengearbeitet mit unseren Kollegen aus der Universitätsklinik Marburg, den Apothekerkollegen und natürlich den ärztlich-pflegerischen Kollegen einer neurochirurgischen Station. Und für die statistische Auswertung haben wir uns die Experten des Instituts für Medizinökonomie der Fachhochschule Köln herangezogen. Für die Zukunft dieses Projektes wünsche ich mir ganz, ganz sehr, dass es A weitergeht an unserem Standort und dass es B auch ein Projekt wird für Gesamtrhön, nicht nur für Bad Berka, sondern dass wir es ausrollen können auf unsere Standorte in Marburg und in Gießen, auf Frankfurt an der Oder und natürlich auch auf Bad Neustadt.